Die internationale deutsche Jugend- und Jüngstenmeisterschaft IDJM fand 2013 in Ribnitz statt. Der SCR, Segelclub Ribnitz, war Ausrichter dieser hochrangigen Regatta mit fast 1000 Booten. An den Start gingen alle Jugendbootsklassen des DSV, Deutscher Seglerverband. Die Filmdokumentation auf DVD und Blu-ray vom Vidiprop zeigt neben spannenden Segelszenen auf dem Regattabahn auch das Flair der internationalen Meisterschaften von der Anmeldung bis zur Siegerehrung. Das Feeling ist einfach so gut. Es macht einfach Spaß. Stärkstes Feld mit über 200 Booten bildete wie immer die Optimist-Dinghy-Klasse. Starke Beteiligung gab es auch bei den 420ern und Lesern. Die relativ neue und sehr moderne Bootsklasse Open Big ging mit 25 Teilnehmern an den Start. Traditionelle Klassen wie Pirat gingen mit modernen Materialien an den Start. Der Kadett wird nach wie vor für die Nachwuchsausbildung genutzt. Der Teenie wird dieser Forderung genauso gerecht. Der Laser ist bei besonders athletischen Seglern beliebt, da die sportlichen Anforderungen hier besonders hoch sind. Ein sehr schnelles Boot, welches hohe Anforderungen an die Besatzung stellt, ist der 29er. Auf der IDJM in Ribnitz gingen auch die Surfer an den Start, um Meisterehren zu erlangen. Wenn man im Gleiten ist, es fühlt sich halt einfach so schnell an und also man ist irgendwie 30 bis 40 schnell oder so und es fühlt sich halt an wie 100. Abgerundet wird der über eine Stunde dauernde Filmbericht als DVD durch einen kurzen Streifzug durch die Stadt Ribnitz mit ihren historischen Bauten.